Servus, ich bin die Tanja. Ich bin die Ines. Ich bin die Tina. Ich bin die Rafa. Und in der neuen Staffel Bergmenschen geht es um Freundschaft auf und neben dem Bike. So high, can't come down. Heute bei den Bergmenschen seht ihr mich beim Trailscouten im Engadin. Wir sind jetzt hier in Santa Maria im Val Mercer und fahren jetzt hoch zum Piz und Breit, beziehungsweise lassen uns hochfahren, weil ich noch ein bisschen am Scouten bin, was ich mit meinem Mädelscamp mache, weil da sind wir ein paar Wochen, bin ich hier. Im Studium war so überlegen, okay, was macht mir Spaß und wo kriege ich noch ein bisschen Geld nebenzu, weil das braucht man irgendwie. Und dann bin ich dann so tatsächlich über so Women's Camps Geschichten reingerutscht in die Guiding Schiene und habe da recht viel halt einfach im Sommer gemacht, spezialisiert auf Fahrtechnik, am Anfang mit ganz bunt gemischten Gruppen, und irgendwann habe ich gesehen, okay, mir macht das ja speziell im Frauenbereich recht viel Spaß und habe mich da eben so ein bisschen spezialisiert. Jetzt klar ist es auch die letzten Jahre immer ein bisschen weniger geworden, aber was ich nach wie vor noch jedes Jahr machen möchte, ist so ein eigenes Camp, wo ich immer jedes Jahr in eine andere Region hinfahre. Warum ganz speziell Frauen? Erstens, weil sich so die letzten Jahre viel getan hat. Auf einmal stellen die Frauen fest, wow, ich kann auch im Sport was machen und sind da irgendwie ja, motiviert. Also auf jeden Fall zu sagen, ach, okay, ich ziehe da los. Und ganz oft sieht man so, okay, wenn man so im Pärchenbereich ist, also will da nie pauschalisieren, aber es ist ja ganz oft so, dass irgendwie von dem Partner tut man sich schwerer, was anzunehmen. Und irgendwie entsteht bei so Frauencamps eine ganz andere Dynamik. Die sind extrem annehmbar, die sind dankbar über Tipps, die freuen sich, die hören einem zu. Und das ist mir, ja, muss man tatsächlich schon sagen, am Anfang als Frau fand ich es manchmal mühsamer, wenn ich da im Männerbereich beim Guiden war, weil dann hieß es erstmal so, okay, kannst du wirklich fahren? Diesen schafft man da zwar, den zu zeigen, okay, das passt schon, aber das ist halt am Anfang ein bisschen anstrengender und deswegen ist es bei Frauen so ein bisschen, hat mir eben diese Atmosphäre extrem gut gefallen. Vielen Dank. Bitteschön. Dann, danke okay. Fürs Hochfahren. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Alles Gute. Ciao. Ciao. Ja, Graubünden ist da ziemlicher Vorreiter mit Share Trail. Da kann man quasi, ist wirklich so, dass Wanderer und auch Fahrradfahrer guten Gewissens beide Wege nutzen können. Und wir schieben jetzt hier auf den Piz und Breit. Das sind jetzt so 500 Höhenmeter mit Schieben und Tragen, wo wir jetzt hochgehen. Tour eben schon mal vor ein paar Jahren gemacht, deswegen will ich sie mir jetzt noch mal genau anschauen. Das war mit meinem Freund und jetzigen Mann. Da sind wir oben am Gipfel angekommen und dann hat es genau in dem Moment, wo wir wirklich das Gipfelkreuz erreicht haben, in Strömen angefangen zu regnen. Dann haben wir kurz überlegt, was machen wir jetzt. Aber es war dann keine Besserung in Sicht und kein Unterschlupf. Dann haben wir gesagt, okay, dann hilft wohl nichts, dann fahren wir jetzt einfach runter, bevor wir abwarten. Und ja, waren dann dementsprechend nass und ich konnte meinen Lenker fast nicht mehr halten, weil ich so kalte Finger bekommen habe. Und deswegen schaue ich mir das jetzt nochmal an, weil damals hatte ich die Tour als, ja, nicht ganz so schön in Erinnerung. Obwohl es eigentlich Wahnsinn ist, weil der Gipfel ist auf 3000 und das ist ja schon cool, wenn man einfach mit seinem Radl auf, ja, 3000 hochgehen kann und dann einen Trail hat, den man einfach runterfahren kann. Natürlich, wenn ich am Guiden bin, dann habe ich dementsprechend ein größeres Erste-Hilfe-Set und noch ein paar Sachen mit dabei, auch so Biwaksack und sowas. Und wenn ich privat unterwegs bin, habe ich immer natürlich ein Erste-Hilfe-Set dabei, aber ein bisschen in einer abgeschwächten Form, weil, wie es halt immer der Fall ist, man will ja doch ein bisschen am Gewicht und Gepäck sparen. Aber beim Guiden auf jeden Fall. Und ja, sollte man auch, finde ich, dass man sich so ein bisschen sicher fühlt, so ein kleines Backup haben. Da schaue ich mir halt quasi im Endeffekt so ein bisschen an, okay, was hat das
zu bieten, dieses Gebiet. Erstens ist es schon so, ich sage, ich brauche keinen Kurs irgendwie anbieten, wo es nur ums Treten geht. Also es geht schon irgendwie ums Abfahren. Und klar, darf ein Höhenmeter mit dazukommen. Aber sprich, ich schaue mir erstmal so die Infrastruktur an. Gibt es irgendwie eine Bahnunterstützung? Sind da Biker willkommen? Oder gibt es irgendwie einen Shuttle, was man nutzen kann? Und dann, je nachdem, was gibt es an Möglichkeiten, gibt es einfache Trails, mit denen man erstmal nochmal starten kann. Gerade so, ich finde, am ersten Tag ist es wichtig, dass man mal so eine gemütlichere, frage ich, warmwerte Runde fährt. Also quasi erstmal schauen, okay, wie fährt jeder, ankommen, sich auf die Gruppe einlassen. Und dann finde ich es aber schon auch wichtig, will ich auch gerade meinen Mädels mittlerweile Touren bieten, die auch irgendwie anspruchsvoller sind, wo es auch so ein bisschen ins alpinere Gelände geht, dass es für sie einfach auch ein Erlebnis wird. Wenn es dann einfach steiler wird, dann wird es so mühsam, das Radl zu schieben. Dann ist es auch einfacher, wenn man es trägt. Ich stelle es dann mal quer zu mir zum Hang, nehme es vorne an der Gabel und an der Kettenstrebe. Und dann schaue ich, dass ich es einfach hier an der Kurbel halte und auf den Rucksack lege, den Rucksack schön festziehen. Dann ist es irgendwie die deutlich gemütlichere Variante, weil man einfach dann schön gehen kann und die ja, besser nach oben kommt. Ich mache es jetzt auch so, dass ich das Radl auf die Seite nehme. Quasi immer schaue, dass ich mein Radl nicht auf der Bergseite habe, sondern auf der Seite von mir weg. Weil klar, lieber fällt mein Radl mal irgendwo runter als ich. Und gerade wenn wir hier eine Kette haben, kann ich mich mit der anderen Hand irgendwie festhalten. Und dann ist immer so, dass man mal ein bisschen schauen muss, dass mit dem Reifen, Lenker, dass der nicht irgendwo hängen bleibt, weil da kommt man recht schnell aus dem Gleichgewicht. Und lieber Zeit lassen, durchschnaufen, langsam hochgehen, konzentriert bleiben. Genau. Oder sich sonst vielleicht irgendwie kurz stehen lassen, die Stelle anschauen, wieder hochziehen. Es ist ein Berg, der auf 3033 liegt und das ist einfach cool, wenn man da einfach am Gipfel steht und im hochalpinen Gelände ist. Und man kann aber diesen Berg mit dem Radl bezwingen. Also man kann sich da hocharbeiten, kann da schieben, ist auch eine Tragepassage mit dabei. Das ist irgendwie so ein bisschen anspruchsvollen Charakter. Aber wenn man dann am Gipfel steht, dann ist das irgendwie so, wow, man hat es geschafft. Man hat das überwunden und hat dann eine wunderschöne Abfahrt vor einem liegen, die auch technisch ein bisschen anspruchsvoller ist, also, aber eine wunderbare Mischung hat zwischen ein bisschen flowigeren Stücken, aber irgendwo was zu sagen, okay, da kann ich mir die Linie nochmal anschauen, das Stück kann ich vielleicht nochmal hochschieben, das kann man nochmal fahren, wenn ich auf das und das achte. Die letzten 100 Höhenmeter oder sowas vor uns und dann haben wir es geschafft. Richtig schön. Vom Wetter her glaubst du, es hält? Ja, mega schön. Klar, wir gehen auf 3000, sprich, da kann es einfach auch mal schneller umschlagen und so. Aber es schaut recht stabil aus. Und so ein paar ja, Wölkchen, die so miteinander ziehen. Cool, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt sind wir auf unseren 3000 auf dem Piz zum Breil. Jetzt haben wir den schönen Blick rüber zum Adler. Richtig cool.
steht dann oben und denkt sich, wow, das habe ich gerade irgendwie selber geschafft, das war cool, jetzt musste ich erstmal da hoch und jetzt liegt die Abfahrt. Und wenn ich mich dann so zurückerinnere an alle Touren, die irgendwie doch so ein bisschen anspruchsvoller waren, wo ich hochalpin unterwegs war, an die erinnere ich mich irgendwie mehr zurück, als wenn ich mit der Bahn hochgefahren bin und runtergefahren bin, weil das ist dann irgendwie zwar auch genauso schön, aber irgendwie schneller vergessen. Dann sind wir jetzt fertig, haben uns anzogen, haben sie schon anzogen. Schauen, dass wir Dämpfer und Gabel nochmal quasi aufmachen, die Federelemente. Und dann haben wir hoffentlich eine schöne Abfahrt vor uns. Ease the pain, I'm struggling, trying to look for something. Keep my head up, I'm done. Going off, I'm going off, I'm going off road. Let me burn, let me crash. I'm going off, I'm going off, going off road. Let me burn. You don't know me, babe. Dripping, dripping in my blood. Think I'm soft, but I am rough. Never cared about any love. You don't know me, babe. No, 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 no. You don't know me, babe. No, no, no. Ja, das wird schon auf jeden Fall für die Mädels eine Herausforderung. Ist es für mich, weil selber schon, weil man muss sich irgendwie überwinden, dass man eigentlich gerade, wenn es so los ist, ist so ganz feiner, loser Schotter, wo man eigentlich extrem locker bleiben muss. Man muss einfach eine schöne Position haben und sich selber sagen, okay, locker bleiben. Ja, wunderschöner Trail. Also klar sind ein paar Passagen drinnen, die schwierig sind und wo auch mal die ein oder andere Teilnehmerin oder vielleicht auch ich selber absteige. Aber das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber ich glaube, so an sich wird das einfach eine Wahnsinns-Highlight-Tour. Genau die Mischung macht's. Im Endeffekt finde ich es wahnsinnig cool, einen schönen Gipfel zu haben und dann einen Trail habe, der so ein bisschen ja, mich fordert, so ein bisschen technisch anspruchsvolle Stellen hat und dann aber irgendwie noch so eine flowige Passage hat. Also das ist eigentlich so das, was mir am meisten taugt. Und? Ja, ich bin richtig froh, dass ich es mir jetzt einfach nochmal angeschaut habe. Das war wichtig, dass ich so quasi wirklich guten Gewissens die Tour mit meinen Mädels fahren kann. Und ich glaube, das kann ich so machen. Hoffen wir halt natürlich, dass das Wetter mitspielt, aber das muss man immer abwarten. In der nächsten Folge Bergmenschen seht ihr die Ines. Die war jahrelang eine der besten Enduro World Series Fahrerinnen, ist jetzt auch Mama geworden. Und ist aber immer noch Profisportlerin. Mal schauen, wie es ihr als Mama und Profisportlerin so ergeht.